Ich werde nun ein weiteres Bild von Malen nach Zahlen machen. Hab ja schon einige gemacht. Und das Neue, das ich mache, handelt sich auch aus einem bekannten Brunnen aus Italien. Und das ist dieser Brunnen aus Italien. So wird es also eingepackt, geliefert. Und wenn man es öffnet, ist das drin. Das Bild ist umgekehrt drin. Und so schaut das leere Bild auch aus. Hat ein paar Zahlen, die man jetzt ausmalen kann. Dazu verschiedene Farben. Pack sie auch mal aus. Das sind alles entweder helle Farben. Meiste. Und die nummeriere ich jetzt durch. Das gibt insgesamt 35 Farben. Eine davon. Die 36 ist leer. Gut, ich beginne jetzt mit einem beliebigen Farbe, die 23, und male das Feld. Das erste Feld aus. Ups. Der Pinsel ist jetzt etwas komisch. Ach so, ich muss ihn zuerst anfeuchten. Und ich nehme immer Pinselreiniger von Schminke. Das ist ein hochwirksames Reinigungsmittel für Öl- und Acrylmalerei. Wahrscheinlich ist die Zusammensetzung besser, als wenn man mit Wasser, ihr wisst ja, Wasser und Acryl, das verbindet sich nicht so gut. Jetzt funktioniert es. Ich muss ihn anfeuchten. Ja, und so fahre ich jetzt fort. Mache monatlich ein Feedback oder einfach, wenn ich wieder mal etwas gemalt habe. So, wie man sieht, ist nun endlich dieses Bild fertig. Heute am 12. Mai. Und werde es nun aufhängen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Bild auch wieder dabei. Es handelt sich um dieses.
Ludwig von Beethoven. Aber ich werde es erst zeigen, wenn es fertig ist. Oder immer wieder kleine Schritte, aber nicht alles, wie man die Farbe anrührt und so. Aber das Bild ist sehr schön, da freue ich mich schon darauf. Bis zum ersten Mal.